sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unseres China-Specials. Ich hoffe, ihr habt die zwei letzten Folgen auch geschaut und fleißig mitgeraten in den Kommentaren. Sie wird jetzt die letzte Folge sein und direkt im Anschluss daran kommt die Auflösung, also welches wahr war oder welche beiden wahr waren und welches ich mir nur ausgedacht habe. Viel Spaß beim folgenden Fall. In allen drei Folgen wurde ein kleiner Hinweis versteckt. Wir begeben uns in ein China-Restaurant, ein relativ großes China-Restaurant. Sehr bekannt, viele Leute gehen dort täglich ein und aus und essen ihre Speisen. Doch ein Koch hat eine Vorliebe. Er vergiftet gerne Menschen. Und so konnte er 10 Jahre lang unentdeckt morden. Mehrere Gäste betreten am Dezember 1999 das Restaurant, in dem der Koch arbeitet. Sie bestellen Kugelfisch und andere Speisen. Fugu, so wird der Kugelfisch im Asiatischen genannt. Er hat eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar isst man sein Fleisch, kommt man aber an das Stück einer Haut heran, so vergiftet man einen Menschen. Oder kann zu einer Vergiftung führen. Doch da es zu offensichtlich wäre, Speisen, die mit Fisch sowieso schon versehen sind, also mit Kugelfisch schon versehen sind, zu benutzen, gibt er etwas von dieser giftigen Haut in andere Speisen dazu. Das Besondere daran ist, dass bei der Dosis, die er verwendet hat, von ein paar Milligramm nur, die Menschen die ersten paar Stunden nichts davon merken. Erst zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit merken sie dann, dass etwas nicht stimmt. Das Kugelfischgift hat eine grausame Eigenschaft. Es ist toxisch und daher führt es zu Lähmungen. Das sind Lähmungen, die können in der Hand anfangen, die führen dann rüber bis zum Gesicht. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Lunge betroffen ist. Dann erleidet der Patient oder der Vergiftete nämlich einen ganz schlimmen Erstickungstod. Dieser Mann hat als aktiver Koch mindestens 15 Leute umgebracht. Weitere kann er privat so vergiftet haben, ohne dass es ihm nachgewiesen wurde. Das Gift ist außerdem sehr schwer nachweisbar, wenn es nicht intravenös, also im Blutkreislauf, nachverfolgt werden kann. War das eine wahre Geschichte oder war sie nur gelogen? Wir haben unsere drei Fälle abgeschlossen und jetzt kommt die Auflösung für euch. Hier sehen wir nochmal alle Fälle im Überblick. Der erste Fall mit dem Monster, der Amoklauf-Tour durch China, wo er wahllos Menschen tötete und vergewaltigte. Dann der zweite Fall mit ich nehme dir alles weg und sogar deine Organe, wo in Krankenhäusern und in Gefängnissen Organe geraubt werden. Und jetzt eben gerade noch der letzte Fall mit dem Koch, der durch Kugelfischgift seine Gäste vergiftet hat. Fangen wir einfach mal in der Mitte an mit dem zweiten Fall. Der Organspendefall ist wahr. Das hat wirklich so stattgefunden, das kann man nachgoogeln. Eine Frau, die wurde abgelehnt, weil ihr Körper nicht gut genug war, hatte dadurch quasi Glück, in Anführungszeichen, und wurde verschont. Aber es gab tausende Leute, denen deren Organe geraubt werden, und das ist ein großes Problem immer noch in China und in den asiatischen Ländern, dass Organe und Menschenleben da irgendwie anders behandelt werden, so wie ich das auffassen kann. Der erste Fall, kommen wir doch mal zu dem. Das war die Amok-Tour und die stimmt auch so. Die Amok-Tour hat wirklich auch so stattgefunden, auch eigentlich unfassbar, vor allem, dass der Sohn für diese Kugel aufkommen musste. Das hätte ich auch im Leben nicht gedacht, als ich es gelesen habe. War ich mir da auch nicht sicher, aber ich habe es in mehreren Berichten gelesen und das stimmt wirklich so. Ja, der letzte Fall, den habe ich mir ausgedacht, der ist mir gestern Abend einfach noch so eingefallen, habe ich mir gedacht, Kugelfisch habe ich schon mal gegessen, ist eine gefährliche Sache, gibt es auch in vielen Touristencentern, wird davor gewarnt, Kugelfisch zu essen und
Ja, habe ich mir so eine kleine Geschichte zusammengesponnen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr habt richtig geraten. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Weil ihr alle miträtselt und gut mitgeraten habt, habe ich euch einen Tipp gegeben. Und zwar am Anfang jedes Videos habt ihr ein asiatisches Zeichen und die europäische Übersetzung dazu gesehen. Hättet ihr das gegoogelt, da hätte gestanden, wahr oder falsch. In der nächsten Woche werdet ihr, oder was heißt in der nächsten, in der übernächsten Woche werdet ihr wieder ein Video von mir sehen. Und ich habe es mir so überlegt, dass ich einfach jedes Mal eine Special-Folge mache. Immer mit einem Überthema. Jetzt war es China, nächstes Mal wird es vielleicht Entführung sein, Bankraube. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie immer, passt auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein.